Herr Bajramovic, verdiente Niederlage, wie sehen Sie es? Ja, doch, ich sehe es genauso. Wir haben heute nicht so stattgefunden, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben eine gute Viertelstunde gehabt vor der Halbzeit. Ansonsten war der Gegner klar besser und hat auch verdient den Platz als Sieger verlassen. Über weite Strecken war CFR im Dauerangriff, so habe ich es gesehen. KSC tat sich schwer, den Ball nach vorne vor den gegnerischen Strafraum zu bekommen. Wie haben Sie es gesehen und falls Sie es genauso sehen, wie ist das zu erklären? Ja, es war schon so, dass CFR mehr Ballbesitz hatte und wir wollten auch tiefer stehen. Ja, aus der Konterbewegung wollten wir uns nach vorne bewegen, waren aber da viel zu ungenau und passunsicher. Und deswegen sind diese Versuche immer wieder in Keim erstickt worden von CFR Pforzheim. Und deswegen kann man da auch nicht zufrieden sein. Wie wollen Sie sich jetzt weiterentwickeln? Ja, wissen Sie, wir gucken von Woche zu Woche, wir gucken, dass wir genügend Spieler im Training haben. Das ist bei 12 Feldspielern, die wir zur Verfügung haben, ist nicht so einfach. Ja, und da gucke ich von Tag zu Tag, dass mir alle Spieler irgendwie gesund bleiben und verletzungsfrei. Ja, zum Glück im Moment noch ohne Verletzung. Ist mit Sicherheit eine schwierige Saison für die Jungs. Die Jungs geben alles und sind auch dabei. Und deswegen hoffen wir einfach mal, dass wir im nächsten Spiel wieder was mitnehmen können. Nächstes Spiel ist das Auswärtsspiel gegen SV Oberaachen. Was meinen Sie, was das für ein Spiel und für einen Gegner wird? Ja, wir haben in jedem Spiel, was wir bis jetzt gehabt haben, ist der Gegner immer reifer als wir. Ja, haben extrem viele erfahrene Spieler, wo wir da nicht mehr gegenhalten können eigentlich. Ja, wir haben eher so jüngere und etwas auch schmächtigere Spieler, ja, wo wir uns immer mit anderen Mitteln versuchen müssen zu wehren. Aber das ist ein Prozess für die Jungs, die müssen dazulernen, ja, die müssen auch das Herrenjahr immer durchgehen. Ja, und da hoffen wir einfach mal, dass wir was mitnehmen können. Herr Bajramovic, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und viel Erfolg. Danke sehr.